Hallihallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Tormented Souls. Ja, wir haben wieder einiges erlebt. Wir wurden von einer Bestie oder von irgendeinem Schleimig würde ich das sagen. Ja, es sah so aus, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sah aus wie eine sehr korpulente Frau, die eine Krankheit hatte. Und sie sah irgendwie ein bisschen aus wie das Michelin-Maskottchen. Nur halt anders, um es so auszudrücken. Es war kein schöner Anblick. Und, tja, wir mussten tatsächlich auch ein bisschen Backtracking betreiben. Das heißt, wir haben diese rostige Tür, die am Anfang nicht geöffnet werden konnte, einmal hiermit. Löst verrostete Teile, lockert festsetzende Getriebe. Und diesem Hammer tatsächlich haben wir das Ganze geöffnet und sind jetzt nun hier wieder auf der hellen Seite. Und wir sind auf der Suche nach einem Auge. Nach einem fehlenden Auge. Und das Lustige ist, uns fehlt auch ein Auge. Aber wir suchen nicht nach unserem Auge, sondern nach einem Auge, um eine Tür zu öffnen. Klingt jetzt erstmal schräg. Um das Ganze zu verstehen, am besten, ihr schaut euch den vorherigen Part nochmal an, beziehungsweise die komplette Playlist an. Was ist das? Ein Ölgemälde eines Erzengels, der eine Waffe schwingt. Hatten wir auch da am Anfang. Und immer wieder werden diese Zwillinge thematisiert. Wir haben jetzt, ich gehe ganz kurz nochmal zurück, einfach nur, dass ihr das schon gesehen habt, falls ihr das verpasst habt, wieder diese Zwillinge. Immer wieder Zwillinge. Und meine Theorie ist, dass wir eine Zwillingsschüsse haben. So, Ruhe. Oh nein. Oh no, please don't. Ich habe immerhin noch einen Schuss. Also ich könnte ihn einmal kurz niederschießen. Haben wir irgendwas über eine Uhrzeit? Ich will nur kurz nachschauen. Was ist jetzt los? Ein Bug? Okay, es war gerade ein Bug. Das muss nachgepatcht werden. Es muss ja irgendeinen Hinweis geben. Oder wir haben das noch nicht. Es kann sein, dass wir das noch nicht haben. Geht trotzdem nochmal alles durch. Ja, das war der Code für die... Upsala. Das war der Code für die Kasse. Genau. 21:45 Uhr. Haben wir irgendein Datum dazu? Nein. Okay. Das hat hier zumindest jetzt nichts mit zu tun. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Irgendwas, was irgendwie ein Datum und Uhrzeit hat. Hier haben wir nur die Happy Hour, ne? Ich gehe das ganz kurz nochmal durch. Ansonsten schneide ich das nochmal kurz. Wenn ich keinen Hinweis finde, dann finde ich keinen Hinweis, ne? So ist das halt. Was soll ich machen? Was ist das mit den Engeln? Das ist der letzte Eintrag. So. Hier fehlen uns zwei Dokumente. Es heißt nicht, dass wir unbedingt was verpasst haben, sondern es folgt halt nicht dieser Reihenfolge. Es folgt halt nicht dieser Reihenfolge, deswegen die Reihenfolge scheint willkürlich zu sein. Deswegen können wir da auch nicht viel machen. Geburtsurkunde? Ja, Geburtsurkunde. Also,
Aha, komm her. Richtig direkt treffen. Uhrzeit. Der Tag unserer Lösung ist endlich gekommen. Ist es Weihnachten? Was ist das hier? Ostflügelkorridor. Okay. Jetzt möchte ich wissen, wie ich dieser Schreckschraube entfliehen kann. So, Weihnachten ist faktisch gesehen am 25. Dezember. Der 24. ist Heiligabend. Na, nicht verwechseln. Was muss ich hier machen? Ich habe einen Anhaltspunkt. Das ist ja schon mal... Was? Hä? Ich kann nichts mehr machen. Das Auge! Ich habe das Auge. Habe ich noch ein Medikit? Ich habe kein Medikit mehr. Aber zumindest weiß ich, was zu tun ist. Ich habe jetzt einfach geraten. Wie man darauf kommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur... Judith und... Achso, das haben wir schon gesehen. Das haben wir schon gesehen. Es ist aber auf einmal ruhig hier. Wurde sie erschreckt? Dann müsst ihr euch den letzten Part mal anschauen. Dann müsst ihr euch den letzten Part mal anschauen, weil das mit dieser Schreckschraube, das war keine gute Erfahrung für mich. Ich will noch irgendwas. Was zu trinken. Maximum Lemon Soda. Ich könnte jetzt einen Drink gebrauchen. Dringend. Aber ganz dringend. So, das Auge. Der Raum mit der Diskette, genau. Ich wollte mich gerade wieder ordnen. Der Raum mit der Diskette. Genau danach suchen wir. Danach suchen wir. No! Wenn ihr diese Musik hört, wenn ihr diese Melodie hört, lauft weg. Lauft einfach um euer Leben. Tut euch selbst den Gefallen. Hat sich an einer Leiche verfressen. Alter. Was ist das für ein Wesen?
Okay, zumindest können wir uns jetzt in Ruhe umschauen. Das konnten wir vorher nicht. Oh, hier ist eine Tür. Habe ich gar nicht gesehen. Kinderzimmer. Das ist genau dieselbe Musik wie die, wo wir Anna Whiteberger getroffen haben. Und hier haben wir einen wichtigen Eintrag. 15. November 1980. Wir flohen so leise wie möglich aus der Villa. Wir gingen zum Hafen, unten am Flügel. Mutter war aufgewühlt. Sie konnte kaum atmen und große Blasen erschienen auf ihrer Haut. Wir waren halb über der alten Brücke, die sich 20 Meter über den Fluss erstreckt, als Männer in diesen furchtbaren Anzügen auf beiden Seiten hinter den Bäumen hervorkamen. Sie wurden verfolgt. Mutter hielt meine Schwester und mich in ihren Armen, als wir uns dem Geländer näherten. Die Männer kamen langsam auf uns zu, während die Brücke laut knarzte. Mutter schob uns immer näher an den Rand. Eines der Bretter brach durch und meine Schwester stürzte mit einem Schreien nach vorn. Ich erwischte ihren Arm, aber ich war nicht stark genug, sie lange genug zu halten. Sie fiel. Ich konnte es nicht verhindern, Mutter konnte nicht so schnell reagieren und verlor ebenfalls ihren Halt. Die Männer packten uns, brachten uns zu Großvater Noah. Alter, was ist das für ein Großvater? Mutter sah mit jeder Sekunde schlimmer aus. Also ist Emma gestorben? Großvater ließ mich in eine Zelle werfen. Ja, das ist sie. Das ist Anna. Niemand würde mich hören, so sehr ich auch schrie, sagte er mir. Und er sagte, da meine Schwester nun tot wäre, okay, confirmed, sie ist gestorben, hätte ich keinen Nutzen mehr, weil er uns beide gebraucht hätte, um den Eingang zum Gewölbe zu öffnen. Diese Zwillingsgeschichte, ein Ritual. Aber wir wissen nicht genau, warum. Nachdem er gegangen war, war ich allein, eingesperrt in einer Zelle mit nicht mehr als einer einzelnen Kerze. Haben wir gesehen? Ich schrie und weinte, bis ich nicht mehr konnte. Das sind vielleicht die letzten Worte, die ich schreibe. Ich bin mir sicher, dass ich hier unten sterben werde. Warum ist all das geschehen? Ich wünschte, du wärst hier, Vater. Das ist verdammt nochmal depressiv. Das ist verdammt nochmal depressiv, Leute. Das ist hart. Hier würde etwas reinpassen. Okay, das müssen wir uns später anschauen. Oh, diese Kinderzeichnungen sind irgendwie verstörend. Ja, vor allem der Typ mit dem Helm da. Wir müssen erstmal das Auge verwenden. No! Nein! Das ist sie, Leute. Mein schlimmster Albtraum. Ja, das passt. Seine Augen sind auch grün. Was ist das? Oh Gott. Was muss ich tun? Das Komische ist, ich habe gar keine... keine Hinweise. Gar keine.
Ich muss da echt mal nachschauen. Ich komme da nicht drauf. Oder ist hier irgendein Hinweis? Ich habe ja sonst alles gesehen. Draußen ist es zu dunkel, um irgendetwas sehen zu können. Ruhe in Frieden, Doktor. Ruhe in Frieden. Da muss Noah hinterstecken. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal vorschlagen, ich schau mal kurz nach. Und wir sehen uns sofort wieder. Nicht weglaufen, ich schau kurz nach. Bis gleich. Also Leute, ich bin wieder zurück. Und das hier, das kann man tatsächlich lösen. Man kommt nicht sofort drauf. Kann ich nochmal zurück? Hier, das ist es. Kann ich das nochmal spielen? Nochmal. Dö. Dö. Okay, ich gehe das mal durch. Okay. Upsala, nein. Das war falsch. Hätte ich alleine drauf kommen müssen? Ja. Darauf hätte ich alleine kommen müssen, aber ich bin ja sehr, sehr schlau. Ich bin ja hochbegabt, wisst ihr ja. Ihr wisst, dass das Ironie gewesen ist, ja? Weil manche verstehen Ironie nicht. Oh Gott. Alleine im feuchten Keller. Das ist nie gut. Als Frau alleine im feuchten Keller. Das wollt ihr dieser... Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist Willkür. Ich möchte das nicht. Nein, ich möchte das nicht. Oh. Okay. Dank dieses Fremden konnte ich aus meiner Zelle entkommen. Ich versteckte mich so gut wie möglich in der Villa, aber Großvater und die Männer in den Anzügen fanden mich erneut. Dieser Fremden? Wahrscheinlich wir, ne? Wir haben sie ja gerettet. Ich versteckte mich so gut wie möglich in der Villa, aber Großvater und die Männer in den Anzügen fanden mich erneut. Diesmal brachten sie mich zu den Kanälen unter der Familiengruft. Er sagte mir, dass ich nicht entkommen könnte, egal wie viel ich schreien und betteln würde. Dann schloss er die Tür und ging. Zum Glück bemerkte er das Feuerzeug und die Taschenlampe nicht, die ich aus der Villa mitgenommen hatte. Wir haben Feuerzeug und Taschenlampe, komischerweise. Ich habe einen Raum gefunden, der nach Schlafzimmer aussieht. Es gibt ein schmuddeliges Bett, Strom und sogar einen funktionierenden Fernseher. Da sind auch Kisten mit Essen und ein Rohr, das Trinkwasser von oben herabführt. Aber dieser fürchterliche Geruch erinnerte mich an den Mann im Anzug, der meine Mutter schlug, bevor sie uns von den Metallkreuzen befreite. Seit meinem letzten Eintrag sind 7 Jahre vergangen. Oh Gott. Was ist das hier? 7 Jahre Gefangenschaft oder was? Der Fernseher, der nur lokale Sender empfängt, ist das Einzige, was mich davon abgehalten hat, verrückt zu werden. Manchmal frage ich mich, warum ich immer noch am Leben hänge. Wie konnte sie sich da noch ernähren? Oder hat sie so einen sehr großen Vorrat? Also für 7 Jahre reicht das doch nicht. Auf meiner Haut haben sich Blasen gebildet. Ich fühle ein Brennen. Mit jedem weiteren Tag verliere ich mehr Appetit, während das Erbrechen immer schlimmer wird. Irgendwas ergreift Besitz von mir, etwas Böses. Nachts höre ich die Geräusche klirrenden Metalls hinter der Tür, die zum Untergrundtempel führt. Nach all den Jahren kann ich bei diesen Klängen immer noch nicht schlafen. Ach du Scheiße. Sie muss massive psychische Probleme haben. Oder gehabt haben. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht es weiter. What the heck? Er kann mich nicht sehen. Den Hauch einer Chance.
funktioniert gar nichts. No way. Nicht gespeichert, ne? Vorsicht. Sieht gar nicht gut aus. Ich muss das gleich alles nochmal machen, ne? Oder ich kann ihn austricksen. Ich muss ihm irgendwie ausweichen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe keinen Weg und kein Mittel, was ich jetzt dagegen tun könnte. Ich versuch's noch einmal. Ich muss direkt dadurch, selbst wenn ich mich... No! Verdammt! Ich mach das nochmal alles. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, ich bin wieder im Keller angelangt. Und das Einzige, was ich jetzt hier habe, ist ein bisschen Muni, die mir aber nicht weiterhelfen wird. Und ich habe im Nähzimmer gespeichert, weil das sozusagen der nächstgelegene Ort ist, wo ich halt irgendwie ja was davon haben kann. Also ich bin halt ganz in der Nähe von diesem Keller. Muss dann halt nicht mehr so viel machen. Ich musste zwar ein Tonband dafür opfern, aber das war es mir wert. So. So, das ist super. Okay. Okay. Mitarbeiterausweis William Wildberger. Ich glaube, das brauchen wir. So, wir lesen ganz kurz nochmal. 15. März 1927, ich habe endlich den Sinn meines Lebens gefunden. Ich fand die Wahrheit in diesem Buch und empfing sie aus der Hand des Schöpfers. Im Moment stehe ich im heiligen Tempel. In Gegenwart eines Gottes, der auf seine Wiedergeburt wartet, kann ich mein Schicksal klar erkennen. Ich werde mein Leben der Wiedergeburt der Gemeinschaft von Pollux widmen. Gemeinsam werden wir unseren Erlöser zurückbringen, damit er das Licht in diese sündhafte Welt zurückbringt. Der Priester... Der Priester. Es muss der Priester sein. Ich will nochmal speichern, ganz ehrlich, tut mir leid. Ich habe zumindest noch zwei Tonbänder. Ich muss das letzte Tonband weise einsetzen. Und ich werde wieder verfolgt. Also die wird jetzt öfter hier auftauchen. Die wird definitiv öfter hier auftauchen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Also nimmt jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes Gift, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich nehme jetzt hier den oberen Platz. Hervorragend. Okay, sie ist jetzt nicht da. Also manchmal muss man einfach nur durch die Tür gehen. Und dann verschwindet sie auch wieder.
brauche ich das noch? Ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt mal schauen, kann ich diese Karte reintun? Also woanders würde sie mir nicht in den Sinn kommen. Kann ich dieses, also entweder die Diskette oder die Karte. Ich probiere es erstmal, ich schaue erstmal, was Wildberger Hospital. Bertram Wildberger. Passt nicht. Dann kann es nur die Karte sein. Bingo. Bingo. Ich hab grad nicht auf das Achievement geachtet. Ich hab grad nicht auf das Treppe. Baufällige Toilette. Okay. Wird nicht ohne Grund hier sein? Jawohl, okay, dann speichere ich nochmal. Weil ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt kommt. Vielleicht was Gutes, vielleicht was Schlechtes, das werden wir sehen. Ich kann mich nur nicht heilen. Das ist halt das Blöde an der Geschichte, aber... Ich habe sogar drei. Okay, dann werde ich es auf jeden Fall machen. Ich werde jetzt versuchen, sparsam mit den anderen beiden umzugehen. Und dann nehmen wir halt erstmal das hier. Okay. Soweit jetzt nichts Wildes. War jetzt unspektakuläre Folge. Nicht viel Action oder so. Haben sehr viel gefunden trotzdem. Trotzdem sehr viel gefunden. Ein paar Rätsel gelöst. Echt cool. Und ja. Könnte das jetzt so langsam... Können wir so langsam in Richtung Ende zulaufen? Wer weiß. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was hier passiert. Und auch auf der anderen Seite auch irgendwie krank. Vor allem, dass uns jetzt diese Schreckschraube jetzt die ganze Zeit verfolgt, das dürfte das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen. Aber wir werden sehen. Ich würde mich auf jeden Fall an dieser Stelle freuen, wenn ihr mich mit dem Daumen nach oben unterstützen könntet, diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr auch keinen weiteren Part von Tormented Souls oder grundsätzlich ein weiteres Video auf diesem Channel verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass ihr euch diese Zeit dafür nimmt. Und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch was Schönes, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.